So, da sind wir wieder. Ich bin frisch gestärkt zurück von der Toilette und gehen was an, liebe Freunde. Das letzte Duell, der letzte Metroid. Oh Mann. Ich guck mal kurz schauen und einmal die Steuerung. Ich schalte das mal auf Umschalten um, weil ich denke, wir brauchen hier eh nur hauptsächlich Missiles. Mit dem Beam können wir da eigentlich nicht so viel ausrichten. Okay, auf geht's! Und da ist das dicke Vieh. Ich frage mich, ob wir hier auch was ausrichten können, wenn wir dem Ding einfach ins Maul springen. Au. Er benutzt recht ähnliche Attacken wie im Original. Die können wir, glaube ich, nur mit der Screw Attack kaputt kriegen, ja. Oh Mann, das wird nicht einfach. Ach, ja, ich glaube, weiß nicht. Ich bin gerade nicht sicher, was ich tun soll. Das ist auf jeden Fall eigentlich nicht gut, dass sie uns mit dem Kopf trifft. Am besten wäre natürlich, wenn sie uns verschlucken würde. Aber sie wird auch immer schneller, also scheinbar vielleicht gar nicht mal so auf dem schlechtesten Weg zu sein. Weil die wird auf jeden Fall, die Queen wird auf jeden Fall gut was wegstecken können. Das ist klar, das war im Original nicht anders. Im Original hatte ich einfach verschluckt und man konnte mit den Bocken dann relativ schnell alles regeln. Ich könnte mir sogar fast denken, dass es in diesem Spiel nicht möglich ist, da man hier Powerbomben hat. Und jeder, der Metroid Other M gespielt hat, der weiß ja, mit einer Powerbombe war, ja, war dieses Spiel Matsche gewesen, aber ja, ich weiß nicht. Langsam wird es ein bisschen eng, aber das Ding wird auch schon schneller. Könnte vielleicht noch hinhauen. Ich bin ein wenig nervös, muss ich sagen. Scheiße. Missiles haben wir noch. Also im Original brauchte das Ding, glaube ich, habe ich mal gelesen, 200 Missiles. Oh, was ist das denn? Muss ich da jetzt reinspringen? Nein. Ja, und in diesen gigantischen Feuerball reinspringen sollte ich auch nicht tun. Und was ist das jetzt hier? Sind wir jetzt in der zweiten Phase sozusagen, oder? Oh, großartig. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, das werden wir nicht so lange mehr überleben. Weil das Ausweichen hier nicht sehr einfach ist. Da müssen wir uns irgendwie langsam herantasten. Und wer sagt mir nicht, dass nach dieser Runde nicht noch einer ansteht? Also, vielleicht hat man den Bosskampf irgendwie abgeändert, dass wir irgendwo. Das kann ich mir fast sogar vorstellen, wir müssen die vielleicht irgendwo reinlocken oder so. Das ist jetzt aber auch nur natürlich eine vage Vermutung. Oder es ist einfach ein längerer, ausdauernderer Kampf. Oh shit, unser letzter Tank. Irgendwie kriegen wir auch nichts hier zurück, weil da ist ja schon an diesem Geräusch, dass wir diese Parasiten, die da aus ihrem Mund kommen, nicht kaputt machen können. Also, ja, wir können ihn so mit der Screw Attack wirklich verschwinden lassen. Wie im Original halt auch. Ach, scheiße. Und wir haben nur noch 11 Missiles, das ist klasse.
Ja, wenn das Ding jetzt nicht gleich im Arsch ist, dann war's das für uns. Sei denn, na gut, wir können vielleicht auch mit dem Charge Beam oder sowas anhaben. Aber das war bei den anderen Metroids ja auch nicht der Fall. Warum sollte das... Oh. Und schnell weg hier. Und es gibt tatsächlich noch eine nächste Runde. Oh Mann. Ja, und mit satten 5 Missiles werden wir da wohl nicht mehr so weit kommen, wenn wir nicht irgendwie an neue Sachen kommen. Oh Gott. Ja, keine Missiles mehr. Der Beam kann eh nichts anhaben. Vielleicht der Charge Beam noch. Nee. Ja, dann sind wir irgendwie im Arsch. Da haben wir zu viel Munition verschwendet und... Ja. Irgendwie haben wir keine Chance, hier was wiederzukriegen. Oder doch? Ach, man kann die doch kaputt schießen. Obwohl man so ein Geräusch hört, dass einem die Waffen da nichts anhaben können. Ach, scheiße. Ja, das war... Da war mal, würde ich sagen... Wurden wir mal toll übers Kreuz gelegt. Also wenn ich dieses Piep-Geräusch höre, das hört sich eigentlich so an, immer für mich in Spielen. Als wenn der Gegner gegen diese Waffe, die da verwendet wird, nicht verwundbar ist. Aber okay, anscheinend spielt das hier keine Rolle. Gut, da wissen wir, was wir anders machen können. Wir können jetzt zumindest doch Missile und Energievorräte zurückholen. Da sollte das Ganze ein bisschen besser zu managen sein. Aber ich werde gleich mal einfach auf Brachialweise versuchen, ob wir nicht ihr nicht irgendwie doch in den Mund springen können als Morphball. Naja. Auf ein neues. Runde 2. Mal sehen, ob wir es diesmal besser hinkriegen. Ja. Ja, ich probiere es mal einfach, ob das Ding hier, ob wir den Ding vielleicht irgendwie in den Mund springen können. Also da sieht es schon mal nicht danach aus. Naja, es frisst uns da so auch nicht. Okay, mit dem Bomben hätten wir dem Ding auch noch was anhaben können. Oh, und ich sollte mal, glaube ich, wieder das Ganze hier umstellen. Weil wir da immer schnell zwischen Missile und Beamwaffe hin und her wechseln müssen. Wenn wir sie damit zerstören, zählt das komischerweise nicht. Dann kriegen wir keine Power-Ups. Ja, und das sieht schon mal nach einem verdammt guten Start aus. Ah, wir holen uns hier ein bisschen Lebensenergie wieder zurück. So, jetzt mal Zeit zum Gegenangriff anzusetzen. Das mit dem Wechsel hier vielleicht doch nicht die beste Idee. Ach Mann! Immer kurz bevor wir sie nochmal treffen können. Offensive Runde gestalten. So, und dann
wir immer gut bei Super Missile Vorräten bleiben. Schaffen wir das Ganze auf jeden Fall einiges besser und schneller. Ach Scheiße. Nützlich, wenn alle anderen Sachen bis auf Super Missiles aufgefüllt sind, dann hinterlassen die Gegner nämlich häufig auch nur diese Super Missiles. Die Energievorrat halten wir jedenfalls relativ hoch. Oh, wir haben die erste Runde. Und schnell weg hier. Die Musik, die übrigens läuft, da sind einige Samples aus Metroid Prime Musik drin. Auch sehr gut gemacht, wie ich finde. Ist auch natürlich ein Remix des Tracks, der im Originalspiel läuft. So. Und mal irgendwie, dass wir gleich wieder an Super Missiles kommen. Zwei haben wir wieder. Sammeln wir erstmal ein bisschen. Um dann gleich wieder eine stärkere Welle von Angriffen loszulassen. So, so bleiben wir gut bei Kräften und bei Munition. Ist aber ein bisschen ärgerlich, wenn wir die Dinger zu früh abschießen, dann. Geht's natürlich. Oh, wir haben die nächste Runde geschafft. Da wird's natürlich schwieriger, an die Items ranzukommen. Da brauchen wir dann den Charge-Beam für. Oh je. Oh, das wird immer enger. Das wird immer enger. Super Missiles mitgegeben. Vielleicht ein bisschen später abschießen. Das hat nicht so ganz geklappt. Oh, das ist schon verflixt schnell. Ich frage mich, ob wir wohl normalen Metroids mit Bomben auch was anhaben können. Habe ich eigentlich nie probiert. Wäre vielleicht mal interessant zu sehen, ob das auch hätte funktionieren können. Ja, dafür ist jetzt zu spät. Deine Drecksau verzögert jetzt seine Angriffe ein wenig. In der Hoffnung, dass wir da ein bisschen drauf reinfallen, aber das wird mal so jetzt nicht geschehen. Ja, so stehen wir ganz gut und dann können wir die schön von unten dann ihre Art Kacke falsch gezielt. Ja, das war nicht sehr gut, aber so, wenn sie so über uns sind, da können wir dann die ganzen Parasiten immer mitnehmen. Sein. Also ich tippe mal, wir müssen die in irgendwie was gleich reinlocken oder so. Vielleicht in Säure oder... Oder wir werden verschluckt und müssen es doch mit einer Powerbombe regeln, hier beim Metroid aber hin. Warten wir es mal einfach ab. Ich kriege langsam ein wenig schweißnasse Hände. Oh, und... Da haben wir wieder eine Runde geschafft, aber es scheint immer noch nicht zu Ende zu sein. Die nächste Wand geht kaputt. Oh, und jetzt sind wir in die Enge getrieben. Und da haben wir sie! Oder? Ja, wir haben sie! Scheiß die Wand an! Aber warum steht der Metroid-Zähler immer noch auf 1? Das, also irgendwie, und irgendwie ist es so ruhig. Also ich habe da irgendwie so eine Vermutung, das war's noch nicht, oder? Oder? Oder ist der eine Metroid das Ei? Scheint doch das Ei zu sein. Also hat die Queen jetzt gar nicht mitgezählt.
Ach, wie süß der Kleine. Und wie auch im Original bereitet er uns den Weg oder vielleicht frisst er das auch Zeug. Also sieht das eher aus. Ich weiß nicht, ob das gerade Metroid-Futter ist. Vielleicht trägt dieses Zeug auch dazu bei, dass er dann später so wird, wie er eben wird. Obwohl, das war ja eigentlich eher ein Experiment der Weltraumpiraten. Aber hey, was kümmert uns das jetzt? Wir... Ach, der will gar nicht weg. Der will gar nicht weg, der Kleine. Der will alles mitessen. Wir scheinen es geschafft zu haben. Ich glaube zumindest mal. Hey, der muss echt alles mitnehmen. Kleiner Fressack. Aber es hat er sich verdient. Für seine zukünftigen Dienste. Oh, und da sind wir wieder an der Oberfläche. Es ist in der Zwischenzeit Nacht geworden. Das sieht auch sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. So, und gleich mit ein wenig... Mit ein wenig paar Kilometer Reise noch sollten wir jetzt gleich wieder, ja, genau bei unserem Schiff ankommen. Und wir nehmen unseren kleinen Freund natürlich mit. Und dann? Hören wir die Credits-Musik, oder? Ja, erstmal sehen wir, dass Samus davonfliegen. Und dann hören wir die Credits-Musik. Another Metroid 2 Remake. Mann, was ein geiles Spiel. Ich bin sprachlos, muss ich fast sagen. Das war ein richtig, richtig geiles Spiel. Ich bin echt erstaunt. Wahnsinn. Da hat sich die Wartezeit auf jeden Fall gelohnt. Richtig, richtig toll geworden. Ein, ja, wie fast sagen... Man könnte fast sagen, oder nicht nur fast, sondern man sollte sagen, so muss ein Remake sein. Wieder ein typischer Prototyp für ein echt gelungenes Remake. Nah am Original dran, viele neue Ideen, neue Items aus späteren Spielen mit eingebunden, um das Level-Design noch weiter zu verfeinern. Das ist echt großartig, Mann. Also da bin ich... ja, sprachlos. Und riesen, riesen Dank an die ganzen Entwickler, die ihre, zum größten Teil ja, ihre Freizeit dafür aufgeopfert haben. Und, ja, und das ohne irgendwelche Belohnungen, ohne, ja, na gut, verkaufen können sie dieses Spiel natürlich nicht, weil ihnen die Rechte daran nicht gehören, aber, oh, und das finde ich auch noch richtig klasse hier. In Erinnerung an Satoru Iwata. So, und jetzt müssen wir eigentlich, glaube ich, noch eine Spielbewertung kriegen. Denke ich mal. Ja, oh, 4 Stunden, 22 Minuten, 82% Items. Kann man mit zufrieden sein. Bin ich jetzt auch einfach mal fürs erste Mal spielen. Ist das eine recht gute Quote. Ja, ich denke mal, das ist nicht das beste Endbild. See you next mission, wie immer natürlich. Ich denke mal, ja, weil wir natürlich weit über 3 Stunden waren. Ich weiß auch nicht genau, wie die Zeitstaffelung hier ist, wie das Endbild dann beeindruckt wird. Auf jeden Fall schönes Artwork. Schönes Artwork, richtig, richtig geiles Spiel. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Fortsetzung folgt. Ja, in Super Metroid. Mann, da habe ich gerade nochmal einen Moment lang echt Gänsehaut gehabt. Ja. Und das war's dann. Ja, herrlich. Schönes Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich bin restlos begeistert. Ich werde das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen in Kürze. Um da mal noch ein bisschen an der Bewertung meiner Mission zu schrauben, wie ich das gerne bei Metroid-Spielen tue, wenn ich sie das erste Mal durchgespielt habe.
Ja, ansonsten, was bleibt sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Nochmal riesen Dank an die ganzen Entwickler für dieses tolle Spiel. Dann danke ich natürlich auch euch fürs Zuschauen, falls ihr zugeschaut habt, Kommentare schreiben und so weiter und so fort. Riesengroßen Dank an alle, die hier mitgewirkt haben. Und dann heißt es sonst von meiner Seite wie immer, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.